Es ist mein Lieblingsfest. Mein Geburtstag ist ja der 3. November. Also es ist eine Zeit, die mir ganz wichtig ist, die ich sehr, sehr liebe, dieses Novembrige, die Nebel. Es ist für mich das Fest, das alte Hexenneujahr, das Ahnefest, das hat in unserer Familie eine besondere Tradition. Ja, also von dem Wort her ist es dieses Sauen. Ich verwende gern das Wort Ahne, Ahnen, Ahnenfest. Also sehr gemischt. Das Wort Ahne ist ja weiblich. Und dennoch ist es sowas wie immer wieder doch zu betonen, dieses Weibliche. Also deswegen gibt es bei mir eine Mixtur. Ich sage mal Ahnen, mal Ahne, die Ahnen, die Ahnen, so. Also was es auf alle Fälle ist, ist es ein mächtiges Tor. Also ein mächtiges Tor wie in die andere Hälfte des Jahres, in die Dunkelzeit. Also ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, die Schleier werden jetzt wirklich dünner. Es ist wie so in eine andere Frequenz reingehen. Ich finde da also diesen Punkt sehr schön, dieses Weiß-Rot-Schwarz. Die junge, die weiße, die rote, die weiße alte. Und dass die rote, so diese Geschichte, dieses Bild, dass die rote den Zauberstab, die Zauberrute, unter den Hasel legt und ihre Zeit ist rund wie so eine Stabübergabe und die Winteralte, die schwarze, die Keliach, nimmt den Zauberstab und es ist ihre lange Zeit, bis dann die Stabübergabe zu Brigid geht. Und das ist für mich sowieso, ah ja, dieser Punkt und diese tiefe Verbindung zu dieser winteralten Kraft, zu diesen dunklen Winterkräften, zu diesen wilden Kräften, die war mir immer schon, eigentlich als Skorpionfrau dann auch, als kleines Kind ganz nah. Und ich finde, es ist also ein Feld, das da aufmacht, was ich sehr heilsam finde für uns Frauen, vor allem auch für junge Frauen, die dann oft so dieses weibliche Bild wie so diese enge Box oder so ein Problem haben damit, zu sagen, es gibt da sehr wilde Wege, sehr freie Wege, sehr andere Wege, als du dir das vielleicht vorstellen konntest. Und im Älterwerden ist es sowas ja immer mehr, die zu werden. Also dieses Winteralte, vielleicht die verrückte Alte, die es ernst meint. Und zu sagen, die Wege werden freier, mir ist immer mehr egal. Da gibt es eine immer wildere Kraft, die einfach aufsteht. Und aus deraus ich etwas betrachten kann und sprechen kann. Also immer mehr dort hinein zu wachsen. Es ist ja auch meine Zukunft im Älterwerden. Ja, also es ist die Schwarzmondenzeit, es ist die Schwarzblumenzeit und so, dass dieses Fest im Laufe der Zeit natürlich ja immer wichtiger geworden ist für mich. Mhm. Dieses Ahnenfest, dieses Ahnefest, da gibt es jetzt verschiedene Facetten, die für mich dabei wichtig sind. Also es gab ja diese Frauen schon mal, die uns dazu angeregt haben, auf unsere Handschrift zu finden, auf unsere ganz eigene Art und Weise, die Feste zu feiern, unsere Wege zu finden und das zu machen. Also diese finde deine eigene Handschrift und deine eigenen Wege war so wie tief als Same in mein Herz gelegt. Und dieses es muss wahr sein für mich und dann war total klar, es gibt bei uns hier sehr wenig, wir haben keine wirkliche Trauerkultur und zu sagen, ja, dann werde ich da drin auch frei sein, auf meine Weise mit den Weggefährtinnen, mit denen ich da unterwegs bin, unsere ganz eigene Weise zu finden. Und bin dann inspiriert worden, und das sind die Facetten, von unterschiedlichen Kulturen, von meinen Reisen und zuerst mal als Kind auch von meiner Mutter. Meine Mutter ist aufgewachsen Richtung Frankreich, und da gab es auf dem Friedhof, der in ihrer Nähe war, das Grab einer Roma-Königin. Da gab es dann die Roma-Königin und ein paar Gräber von Roma. Und immer zum Ahnenfest kamen die ganzen Roma, die Clans von überall her, und es war gebilligt, dass die dann ihre heilige Zeit hatten auf dem Friedhof, der war dann verschlossen, und da durften dann nur die sein. Und meine Mutter und ihre Freundin, die waren ja kleine Maiden, kleine Maidlis, und die fanden das so interessant, dass sie sich dann reingeschlichen haben. Bevor das losging, haben sie hinter die Gräber geschmissen und haben dem heimlich beigewohnt. Und meine Mutter hat, das muss sie so inspiriert haben, die hat immer Geschichten erzählt, denn die Roma haben dann Festtafeln ausgebreitet, die haben auf den Gräbern getanzt, die haben die Geigen rausgeholt, die haben gesungen und gespielt und getanzt, die haben gefeiert. Das waren riesige Feste, riesige Ahnenfeste, und das ging lang, 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 lang. Und so viel, wie meine Mutter mir da erzählt hat dann, in allen Details. Sie sind dann sogar mal aufgeflogen und so, ja, und es war dann aber auch nur so mit so einem Lachen. Ja, dann halt, so, dann halt die Kleinen dabei. Und irgendwas ist da in sie reingewandert, wie so, aha, so geht's auch. Oder das war ja so anders als das, was sie kannte, was wir kannten, was auf den Friedhöfen bei uns abgeht. Und ich habe das als Kind immer gehört und war über diese Geschichte ähnlich fasziniert. Und das ganz Große, wir feiern miteinander, die Lebenden und die Toten. Und da gibt es so einen Tag, da kommen die alle zusammen. Und es gibt ein Freudenfest, dass wir unsere Zeit hatten, dass es euch gab. Und das habe ich irgendwie auch mitgenommen. Also ich merke, da hat sie dann wiederum so wieder was in mich reingelegt. Das habe ich dann später auf meinen Reisen in anderen Kulturen gefunden, dass es da erstmal eine ganz andere Trauerkultur gibt. Ein ganz anderes Tiefenverstehen, wie Leben, Tod zusammengehört, ja, und ein ganz anderes Beheimatetsein in der Zeit. Da ist Joanna Macy, die Tiefenökologin, für mich eine große Lehrerin, die immer wieder vom Beheimatetsein in der Zeit spricht, dass wir so verloren sind in der Zeit. Und wenn wir, also jetzt lasse ich mal die Zukunft und die Nachkommenden weg, sondern einfach, dass wir tief hinein in die Zeit beheimatet sind. Und das war für mich also was, ja, da gibt es so weit zurück, so wunderbares Wissen, so eine Weisheit. Da gibt es Vorschwestern, deren Namen ich ja überhaupt nicht kenne und Gesichter. Und trotzdem, wenn ich verbunden bin hinein, tief in die Zeit zurück, dann ist es wie, wir können uns da anbinden, wir können sie rufen, wir können sie bitten, dass sie uns ihr Wissen, ihre Liebe, ihre Weisheit, dass wir da hinein verbunden sind und eben nicht verloren, sondern dass das ein ganz schönes Beheimatetsein ist, auf deren Schultern wir stehen. Und da habe ich das mitgenommen dann auch von diesen Reisen, von vielen Kulturen, das Ahnenfeld unbedingt zu weiten. Da gibt es ja so ein Staunen zu sagen, wie, ihr denkt da oft so, das Dynastische, die Blutsahnen ist das Ahnenfeld. Zu sagen, Ja, ein kleiner Teil schon. Ja, schon. Und auch viel weiter zurück. Und wenn es Schwierige gab dahinter oder Versehrte oder welchen mit vielen Wunden, viele, die es auch nicht besser wussten, weil sie selber so verwundet waren, dann geh einfach weiter zurück. Dann geh weiter, 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 bis du bei Heilen bist, bei welchen, die in ihrer Kraft waren. Zu sagen, ah, bleib doch da nicht stehen, geh weiter auf diesen großen Fluss durch die Zeiten, besteige dein Boot und reise einfach weiter, weiter, weiter zurück. Und dann zu sagen, ja, bei den Maori war das so. Die haben dann zum Beispiel gesagt, das Land, dein Land, sind doch auch deine Ahnen. Und wenn wir dann im riesigen, im Marae, im Ahnenhaus waren, wo die alle ihre Bilder haben und die Geschichten und aufgezeichnet sind, werden die Fremden, die Gäste ja dort kommen hin und alle stellen sich vor, rituell. Und dann sagst du, bringst du deine Ahnen mit, weil du ja nie alleine nur dort sitzt. Also da sitze ich, alle meine Ahnen und meine Spirits. Ah, und dann sagen die, ja, wir müssen uns schon vorstellen. Erzähl uns ein bisschen was von deinen Ahnen. Und dann wollen sie, dass alle sagen ihren Namen, ihren Fluss, ihren Berg und ihren Stern. Und es war so, ja, das sind doch deine Ahnen. Also der Fluss, die Flussgöttin zum Beispiel, ja, ist doch deine Ahne. Der Berg, also das Land selber ist doch eine Ahnekraft. Vielleicht die Wölfe, die Adler, die Eulen, das Edelweiß, das Gänseblümchen, ist doch Ahnekraft. Die haben dich doch genauso geprägt wie deine dynastischen Ahnen und Ahnen. Zu sagen, ist doch ein Unterschied, ob du eine Heiländerin bist oder eine Frau vom Meer, ob du aus der Weite der Steppe kommst oder von den hohen, hohen Bergen, dann ist doch die Berggöttin, die riesigen, großen, das ist doch eine Ahnekraft von dir, ja? Die dich doch ausmacht, die dich prägt. Und dann war es wirklich immer so zusammen. Ich wusste dann plötzlich, ah, ich, Cambra, bin eine Frau der Isar und eine vom Lankersberg. Und die erinnerten Geschichten, die gegangenen Wege da, Isarwasser, das ist doch ein Ahnenwasser dann von mir. Also habe ich das darum erweitert. Und dann ging es darum zu sagen, und wer sind denn die, deine Ahnen deiner Träume, deine mythischen Ahnen? Wer gehört denn da dazu? Und wenn zum Beispiel Oma Wetterwachs von den Scheibenweltromanen, diese große Hexe, war dann plötzlich klar, oh, die hat mich sehr geprägt. Das hätte echt meine Großmutter sein können. Also so eine, die war mir immer so nah und ich habe dann gedacht, die hat mich sicher als tolle Enkelin finden. Und dann dachte ich, also okay, Oma Wetterwachs ist zwar jetzt ein bisschen so verwegen, die so als Ahne mitzunehmen, neben der Isar, neben meiner Großmutter, neben meiner Oma Wetterwachs. Mhm. Vielleicht ist es eine Göttin, die ganz wichtig ist. Wer kommt da noch dazu? Und dann sagen welche, ja, und die der praktischen Ideen. Wer sind denn die Ahnen, deine Ahnen der praktischen Ideen? Dann dachte ich, wie ist jetzt das jetzt wieder gemeint? Und dann sagen sie, ja, es gibt doch Erfinderinnen, also welche, die Gegenstände erfinden. So eine Kamera, ein Mikro. Etwas, was für dich ganz wichtig ist, was dein Leben richtig bereichert, was wirklich zu dir gehört. Also zum Beispiel die Spätzle-Reibe, die Erfinderin der Spätzle-Reibe war garantiert eine Ahnen meiner Großmutter. Mhm. Und der immer wieder zu sagen, hey, danke, so schön, dass es dich gegeben hat, dass du mir so ein Geschenk machst, das mein Leben bereichert und so ausmacht. Wenn meine Buchbindefreundin, Buchbindemeisterin, manchmal dasteht in ihrer Buchbindewerkstatt und zum Beispiel so ein Falzbein, das sie immer wieder benutzt, ja, sie ist eine viele Jahrzehnte Buchbinderin, also keine, die gerade mal frisch anfängt, sitzt die manchmal da und sagt dann zu mir, Maike, ist schon sehr schön. Und langt so drüber und sagt, so ein Glück, dass es sowas gibt. Und dann denke ich, wow, jetzt bist du gerade im Ahne-Kontakt. Weil das hat ja wer erfunden. Und das nimmst du immer in die Hand und ich sehe sie immer so dankbar. Ja? Ah, und sowas dann und zu sagen, da wird das Ahnefeld plötzlich sehr weise und weit und leuchtend und schön und so voller Wissen. Und dann kann ich da also voller Freude reingehen und merke das für uns alle, wenn wir das wirklich da erweitern und uns die Geschichten erzählen und sagen, ach so, ja das, ach die, meine Ahnen, dass dann plötzlich was von der Schwere abfällt, weil die sich dann relativiert und dann plötzlich wie so ein großes Leuchten aus diesem riesigen, weiten Ahnenfeld, das da so in unserem Rücken ist, das uns so nährt und das uns so ausmacht, also was das für eine Kraft ist, was für ein spirituelles Rufen hinter uns, was für eine Weite, was für eine Weisheit. Und je mehr das worden ist und je mehr ich so meine, all diese unterschiedlichen Kräfte aus dem Ahnenfeld kennenlernen und wirklich in dem Bewusstsein, ah, das ist eine Ahnenkraft. Wenn ich zu den Buchen gehe und die berühre, ist es wie so, ich berühre da so eine uralte, jetzt hier wachsende Buche, die aber wie eine uralte Ahnenkraft ist. Und da gibt es ein anderes Beheimatetsein in diesem Leben. Da kommt wieder so aus alter Zeit, aus der Weite und der Tiefe der Zeit her eine Kraft, die mich wirklich durch Stürme trägt oft und wo ich so weit, weit hineinrufen kann und sagen, ihr seid doch durch so viele schwierige Zeiten gegangen, wie habt denn ihr das gemacht und was kommt daher? Und ja, so eine Schönheit und so eine tiefe Verbindung hinein in die Zeit. Also wie so eine tiefen Zeit verstehen. Ja. Huljet, Kinderlech, Korsmann, ihr seid doch jung, weil von Frühling bis zum Winter ist ein Katzensprung. Und dann gibt es einfach sehr konkrete Umsetzungen, die mit den Frauen manchmal alleine, manchmal im Frauenkreis, lange Zeit in dem ganz großen Frauenkreis, was wir uns so haben einfallen lassen, von Ahnen decken, wo wir die Ahnenbilder von denen umhäkelt haben in weiß, rot, schwarz so. Und in die Decke und die ist immer mehr gewachsen und immer größer geworden. Oder eine Geschichte von einer Mutter, die hinübergegangen ist über die große Schwelle und den Schritt zur Ahne gemacht hat und die jetzt ein Bild bekommt und dann neu wandert. Und immer eine hütet diese Decke und zum Ahnefest bringt sie die dann mit und dann liegt die in der Mitte. Dann gibt es die Speisen, dann werden die Geschichten erzählt und dieses Feiern ist immer mehr reingewandert. Und ursprünglich war man immer schwarz gekleidet, die Feste hatten dann auch immer ihre Farben und es war einfach das Schwarz fürs Ahnenfest. Und ich habe dann irgendwann mal so die Santa Muerte entdeckt, die heilige Tödin, die heilige Frau Tod, also Tod weiblich aus Mexiko. Das war so das andere Ende, einmal war es Asien und einmal war es dann eben Südamerika, was so ein totales Aha-Erlebnis war. Wow, wie abgefahren ist das denn, das Ahnenfest zu feiern. Santa Muerte. Und da bemalen sich die kleinen Kinder und alle bemalen sich mit als Totenköpfe, als Knochen als Skelettfrauen, Skelettmänner, und sie schmücken sich, und es ist überhaupt nicht schwarz, es ist bunt, es ist irrsinnig bunt. Frauen, die als Santa Muertes gehen, die ausschauen wie Göttinnen, riesig mit Blumen und farbig und prachtvollen Gewändern, und es wird gefeiert auf den Straßen, es wird getanzt. Es gibt neonfarbene Baiser-Knöchelchen und Zuckerschädel in Neonrot und Rosa, die werden gegessen, die kommen auf die Gräber. Zuckertränen für unser, oh, wir vermissen euch so sehr. Und also es ist einfach, es sind wunderschöne Feste des Feierns von dem, wie wunderbar. Und es sind die Tage, diese Dias de los Muertos, die uns, so die Toten und die Lebenden, das sind unsere Tage, wir feiern zusammen. Und die Gräber werden geschmückt und überall sind die Santa Muertes, überall sind die heiligen Tödinnen und alle sind so geschminkt. Also mir, meiner knöchernen Struktur, mir meiner, ich bin die Skelettfrau, ah, wie ist es da drin? Gibt es in Tibet ja auch richtige Rituale und tiefe Meditationen zu, was ist, wenn das wegfällt, die Substanz, dann bleiben die Knochen, Stones and Bones, Stein und Bein, Knochenweisheit, und was bleibt dann und was ist dann die Essenz, die bleibt. Also so dieses, als Lebende die Tödin tanzen und diese große Lebenslehrerin tot. Also Mutterleben, heilige Tödin, die ja in den Todesgöttinnen immer ganz nah beieinander sind und ursprünglich so beieinander waren. Und die dann wieder zu finden, also über Mexiko habe ich dann die alteuropäischen Todesgöttinnen wieder gefunden. Die Hekate, die Hel, die Nehalenya, die Herikura, also wo ich dann auch gedacht habe, oh wow, und was hatten die für Insignien? Was haben sie gehütet? Wo sind sie gestanden? Was waren sie denn mal für uns? Und dieses, wer leben will, muss sterben können, einfach die Tödin als ständige Begleiterin im Leben zu wissen. Und meine Santa Muerte aus Mexiko, meine Figur, die steht in der Küche. Ich sehe sie beim Kochen, ich sehe sie beim Feiern, ich sehe sie beim Essen, ich sehe sie, wenn ich meine Geschichten schreibe, ich sehe sie, wenn ich am Küchentisch sitze, ich sehe sie immer, sie ist immer da, im Augenwinkel ist sie immer da. Und sie gibt mir so einen seltsamen Frieden. Also sie hat was Sanftes, sie gibt mir den Frieden. Ich liebe es, wenn sie Frühling wird und ich schaue auf sie. Zur Sommersonnenwende ist sie dann schon ganz nah da. Also durch Sonnenwendtor zu gehen, zu wissen, jetzt werden die Tage kürzer. Es ist der höchste Punkt, der Wendepunkt. Und wie so, als ob sie im äußersten Augenwinkel stehen sie. Und dann zu Schnitterin kommt sie ganz nah. Da hat sie die Sichel dabei, wenn geschnittert wird, wenn wir die Felder schnittern. Und zum Ahnenfest ist sie mitten unter uns und wandert auf das Gesicht und auf meine Hände. Und ich mache den Knochentanz mit den Frauen und gehe hinein. Also es ist ja eine alte schamanische Tradition zu sagen, du tanzt als Knochenfrau, oder die schamanischen Zerstückelungen, wo dir ein großer Kraftzuwachs kommt und eine tiefe Initiation. Also das gibt es in vielen Kulturen. Und es ist sowas wie uns etwas wiederholen, was für mich uraltes weibliches Wissen ist. Uraltes weibliches Wissen. Genauso wie so dieses einstmals die Hebamme in Leben und Tod, weil ein und dieselbe, die Fährfrau hinüber, herüber. Die Todbringerin in den Dörfern, die ich rufen konnte als urweise Kräuterfrau, wenn ich gesagt habe, hey, meine Zeit ist rum. Jetzt ist Zeit zu gehen. Und also so eine selbstbestimmte, so was Selbstbestimmtes, Freies, vom Kommen und Gehen, was uns ja auch genommen wurde. Aha. Und da ist natürlich dieses uns dort hinein in dieses uralte weibliche Wissen unserer Vorschwestern und Ahnen anzubinden, ist einfach so mächtig und so machtvoll, weil da so viel enteignet ist. Und wenn ihr jetzt sagen darf, meine Zeit, es ist gut, ich habe jetzt alles gelebt, ich will gehen, ist es ja gar nicht so einfach. Dann kann ich mal schauen, oh, wir kommen jetzt ins Darknet und wir geht's jetzt daran weiter. Oder welche von meinen super kräuterkundigen Frauen wüsst's wirklich? Ja, und wo kriegen wir das Zeug her oder sonst was? Jetzt in meinem Dorf gibt es keine Todbringerin. Also wo es dann so richtig unkompliziert war, dass ich Odo von sagt, du, Leni, jetzt komm doch einfach mal vorbei. Ah, und da wieder so, sozusagen, ja, das kehrt für mich in so ein uraltes Wissen. Und das hat auch ganz viel mit diesem Ahnenwissen zu tun, mit den Todesgöttinnen, mit dem, was da so abgeschnitten ist. Und das darf lustvoll sein, also sowas zu sagen, es ist ja so ein bisschen so leicht anrüchig, ja. Und dieses Halloween ist es, wo es so total gekippt ist und wo zwar jetzt die Kinder so als Geisterchen bemalt sind, aber es ist einfach so überhaupt nicht mehr in dem wirklichen Wissen, in der Angebundenheit. Also aber sehr Verlorenes und Abgeschnittenes von dem, worum, was ist es denn eigentlich? Ja? Und dann, dass so alte Frauen, also wie wir das ja jetzt auch immer dann mal machen, uns bemalen und sichtbar rausgehen und wir sind farbig und wir sind bunt und wir haben Blumen und wir tanzen und wir feiern und sind als Skelettfrauen bemalt. Das ist so was sehr Neues und irgendwie auch was ganz Wichtiges, wo die Menschen oft dann wie so einen Moment innehalten und dann also zwischen so, soll ich jetzt geschreckt sein oder finde ich es doch toll und großes Interesse auch, ja. Und so sind auch die Ahnenfeste sehr, sehr unterschiedlich, die ich so in meinem Leben gefeiert habe. In Korea zum Beispiel, da gibt es in diesem traditionell weiblichen Schamanismus die Mudang, so heißt die koreanische Schamanin, Mudang, gibt es welche, die sind spezialisiert auf Totenkulte. Und auf der Insel Jeju Island ist es so, dass in den Schamanenhäusern dort die hauptsächlich geschult werden, weil es dort die Spezialistinnen gibt. Dafür gibt es eine Totenflöte und da gibt es so wunderschöne Rituale, wie zum Beispiel, dass da gibt es einen Altar weit oben und dann vielleicht 10 Meter lange breite weiße Seidenbahnen runter zu einem Altar. Und es ist so diese Brücke, die, wenn jemand verstorben ist, zwischen den Lebenden und dieser Person, die gestorben ist. Und dort kommen Geschenke drauf und alles Mögliche, ja. Und dann geht es darum, dass es wichtig ist, dass die Lebenden ins Leben gehen und dass zum Beispiel die Tote gut hinübergeht. Und dafür braucht es, dass diese Brücke, dass es frei wird. Und da will was getan sein dafür. Die Schamanin ist, die Mudang ist eben die Vermittlerin. Und es gibt eine heilige Zeit, in der alles nochmal gesagt werden darf, damit es gute Wege sind und beide ihrer Wege gehen. Und da gibt es nicht, dass wir bei uns, dass du bestimmte Sachen jetzt, gerade wenn es so viel Wut und Zorn und Verletztheit nur gibt, dass du das nicht sagst, sondern dass es einen magischen, heiligen Raum gibt, in dem das den Platz hat. Weil du nur dann gut gehen kannst, sowohl als auch. Und dann dürfen alle nochmal in diesen Raum rein und alles sagen, was nur gesagt werden will. Vielleicht ist es so, und ich war da so verletzt und ich war da so wütend und für mich war das ganz, ganz unmöglich und da gibt es die Trauer und da gibt es die Wut und da gibt es alles, was weiß ich, ja. Und vielleicht auch reinzugehen und zu sagen, ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich eigentlich liebe, wie viel du mir bedeutet hast. Das will auch nochmal gesagt werden. Und dann ist alles gesagt und erst wenn, für alle, vielleicht auch vom Nachbardorf, für die Verwandten, für alle, alles gesagt ist es gut. Und dann nimmt die Schamanin einen Stab und wird Mittlerin und gibt der Toten die Worte, wo alles nochmal sie, die Tote durch sich durchsprechen lässt. Also alles, was an Freude, an Leid, an was nicht gesagt worden ist, sagt sie den Menschen, verändert sich ja oft die Stimme ganz seltsam. Ja, so, dann fängt sie an, in einer anderen Stimme zu sprechen. Und dann nimmt sie ein Messer am Schluss, wenn alles getan ist, und dann wird so diese Seidenbahn durchschnitten. Oder sie dreht sich in diese Seidenbahn ganz eng ein, sie hat hier ihr Messer und ist in diese Seidenbahn, in diese Brücke eingewickelt und schneidet die von innen dann frei. Also es ist wahnsinnig wunderbar choreografiert. Ja? Es hat so eine Macht und es hat die Zeit und alles darf sein. Ja? Und dann dieses wirklich wieder, dieses Feiern, dieses große Feiern und alles darf da sein und es wird geehrt. Ja? Also sowas mitzunehmen und dann zu sagen, die Mudang und die Schamaninnen in anderen Kulturen und auch wenn wir dann so immer unterwiesen worden sind im Schamanischen, zu sagen, es könnte sein, dass dich von drüben her ein Lied anweht oder Worte oder ein Gedicht, eine Poesie oder ein Tanz. Und dann lass sie durch dich singen und tanzen. Dann gib ihnen deine Stimme, deine Hände, deinen Körper. Und es könnte auch sein, dass du der Tanne, dem Schnee, dem Eis oder dem Gänseblümchen deine Stimme gibst und ein Lied von ihnen sich durch dich durchsingt. Als Ahnelied oder einer Großmutter oder irgendeiner aus alter Zeit, wo du plötzlich merkst, was singt sich denn da zu mir her? Und es geht einfach, wenn wir in dieses unglaublich wunderbare Feld hineinlauschen. Ja. Und nicht umsonst ist es so, wie oft passiert es auf den Beerdigungen bei uns, dass Kinder plötzlich Lachanfälle kriegen. Und das ist für mich immer so magisch, weil es davon erzählt, so eine große universelle Kraft, wenn es nicht im Balance ist und wenn eines an Übergewicht kriegt, dass dann die Närrinnen, die wildweisen Clowns, die kleinen Kinder, die dann noch ganz anders in der Weisheit sind, ein Gegengewicht schaffen und es erzählt eigentlich was von, hey, das gehört da auch hin. Das gehört da auch hin. Und warum darf dir nicht jetzt eine Geschichte am Grab einfallen, die so lustig war und du auf einmal die einen weinen und du fängst so von Herzen zu lachen an und sagst, oh, wie verrückt ist das, jetzt fällt mir die Geschichte ein. Und du könntest nur sagen, mei, da bringst du mir jetzt so zum Lachen. Ja? Und irgendjemand fängt zu singen an, weil sich ein Lied hersingt. Und das wär's doch eigentlich. Und dann zu sagen, wir feiern für dich, wir trinken für dich. Ja? Und so zu den Ahnefesten, also dass es ja immer rituell 3 Jahre geht, 3-mal wird ein großes Fest gefeiert. Es war im Altai so, in Sibirien. Da sind wir zufällig dazugekommen. Und wenn Fremde kommen, ist es für den Verstorbenen, das war ein Mann, immer eine große Ehre, dass Fremde kommen. Da war es plötzlich so, oh, dem wird eine große Ehre zuteil. Jetzt, oh, zu seinem Todestag kommen die. Dann hat es so geheißen, je mehr ihr esst und trinkt, desto größer ist die Ehre für ihn. Und ich war ja mit einer russischen Freundin, unserer Übersetzerin, unterwegs, die war Antialkoholikerin und Vegetarierin. Die Freundin, die dabei war, auch Vegetarierin. Und ich bin im Herzen dann in die Ethnologin gegangen und habe gedacht, da musst du unerschrocken sein. Und dann habe ich die alle genötigt und habe gesagt, wir müssen essen für dieses Fest, für die Ehrung, für den Toten. Das wird gehen, geh in deine Kraft. Du wirst nicht betrunken, das wirst du jetzt schaffen. Ihr werdet Alkohol trinken, ihr werdet Schnaps trinken bis zum Umfallen. Ihr werdet Fleisch essen, alles fettigste Fleisch. Geht in eure Kraft. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Das muss getan werden. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir keine Lust, mich da zu blamieren mit euch. Das war von vornherein abgemacht. Das wird jetzt getan. Und dann, also Augen zu und durch. Und wir haben dem, auf dem Ahnenfest haben wir ihm eine ganz große Ehre erwiesen. Ja, die Delegation von weit, weit her, die viel getrunken und viel gegessen hat. Und das war für mich dann auch so, ah, so geht es auch. Das habe ich dann in meine Familie gebracht und wenn mein Vater gestorben ist, haben wir das dann auch so gemacht. Alles, was er mochte, haben wir gegessen. Alles, was er mochte, haben wir getrunken. Es gab seine Speisen, obwohl es auch nicht unbedingt unsere Speisen waren. Und ich habe meine Familie genauso genötigt und habe gesagt, das wird gemacht. Ihr werdet da jetzt durchgehen. Da gibt es den Schweinsbrand, da gibt es kein Knurren und kein Murren. Das ist ein Sondertag. Und so geht es. Ich denke, es hat ihm sehr gefallen.